Ach herrlich, ich hatte gerade einen kleinen Crash, deswegen befinden wir uns jetzt wieder hier so mittendrin. Ja, sorry, aber gut, dass ich gerade mal so aus Spaß zwischengespeichert hatte. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da und ja, das draußen rumlaufen hat sowieso nichts gebracht. Fürchte ich. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach nochmal um, ob wir irgendwas übersehen haben. Das tut mir jetzt leid, ihr könnt jetzt wahrscheinlich die nächsten 20 Videos vorspulen. Also da ist schon mal nichts. Und die Schränke unten gehen nicht auf. So, da waren nur die blöden Pflanzen. Und da drüben haben wir einen Tisch mit einer Schublade. Vielleicht habe ich irgendwo... irgendeine... aha. Tablecloths, Napkins, certainly not my thing. Okay, ja, nur so Tischdeckchen und so ein Zeug. Gut, aber, ne? Ich habe, glaube ich, ich habe einfach das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz fix alle Räume ab. Das geht ja jetzt auch schneller, weil wir uns die wunderschönen Bilder alle nicht mehr angucken müssen. So, und das ist mal das. Da haben wir auch nochmal ein Schränkchen. Und geht der auf? The drawer was stuck. Nein. Okay, der geht schon mal nicht auf. Geht schon mal nicht, geht schon mal nicht. Küche. Küche, 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 Küche. Was haben wir hier? Just an ordinary little table. Da oben irgendwas öffnen? Nein. Auch nichts. Nichts, nichts, nichts. Für eine Küche ist hier ziemlich wenig Stauraum, finde ich. Ach! Da geht's ja schon los. Das Schloss hatten wir vorher nicht. Aju. Yay. Was habe ich jetzt gekriegt? Ein Messer. Okay. Ein Messer. Na, das ist schon mal gut. Das haben wir schon mal übersehen. Vielleicht kann ich damit irgendwas öffnen. Irgendwas, was ich mit meinen bare hands nicht öffnen kann. Ich habe einfach nicht gründlich genug gesucht, fürchte ich. Da hatten wir das Papier her. Genau, und das war das Bild mit dem Eichhörnchen. Uninteresting Books. Aha! Ein Buch. Yeah, ein Bleistift. Was ist das? Da hängt ein Schlüssel. It was an old picture of the kitchen that I had just left. Ja, und da hängt ein Schlüssel am Schlüsselbrett. Und darunter steht eine Vase. Darunter steht eine Vase, darunter steht eine Vase, darunter steht eine Vase. Moment mal, vielleicht ist der runtergefallen und in die Vase gefallen. Der hing da auf jeden Fall. Steht die Vase noch da? Shit! Wo ist die Vase? Wo ist die Vase? Ist die hier? Der ist bestimmt in die Vase gefallen und die Vase ist jetzt irgendwo anders. Okay. Okay, wir suchen also eine Vase. Ich bin jetzt einfach mal der festen Überzeugung, dass das so ist. Jetzt muss ich mir nochmal angucken, wie die aussieht. War das das? Ja. Okay, dies ist so eine bauchige Vase mit Streifen. Bauchige Vase mit Streifen. Bitte mal merken. Alle mal mitdenken. Okay. Gut. Ich habe einen Bleistift gefunden. Kann ich damit vielleicht... das war das Papier. Ah, ich will ja auch nicht drauf schreiben. Ich will... ach so, vielleicht mit dem. Aha! I managed to reveal what appeared to be a letter in Italian. Na super. Kann ich mir das angucken? It was a letter in... I had to do something about it. Ja, übersetzen. Spricht vielleicht irgendjemand Italienisch?
Ich muss wahrscheinlich einen Italiener finden, der mir das übersetzt oder so. Gott, oh Gott. So, hier waren wir fertig. Da haben wir, genau, da war die Kamera drin. Da war das Zeug drin. Zack, zack, zack. Nix. Nix. Genau, da haben wir, glaube ich, das Handtuch mitgehen lassen. Okay, ich muss die Vase finden. Irgendwo muss die Vase sein. Das hatten wir auch schon. Das waren die Bilder. Da ist nichts Besonderes zu sehen. Da ist halt die Küchentür. Aber da ist nichts anderes. Die Kellertür. Aber da ist jetzt nichts anders als. Als das ohnehin schon war. Da ist ein Eimer. Nö. Okay. Also, wir machen jetzt mal unser Hauptaugenmerk darauf, die scheiß Vase zu finden. Da ist so ein Töpfchen. Okay, wo haben wir denn überall Vasen? Wir haben in der Diele Vasen stehen, wir haben im Flur irgendwo Vasen stehen. Hier ist sie auf jeden Fall nicht mehr. Hier ist sie nicht mehr. Draußen wird es wohl auch nicht sein. Suchen wir jetzt erstmal nach der Vase. So, da waren doch mal hier irgendwo... Die ist zu groß, oder? Die kleine da. Da! Juhu! Ach, bin ich gut. So. Okay. Ja, herrlich. Ich wollte eigentlich gar nicht in den Keller. The golden key fit nicely into place and unlocked the door. Juhu. Ach, schön. Boah, das wird immer lauter. Hört ihr das? Das wird echt immer lauter. Wenn ich da jetzt 5 Minuten runterstarre, bin ich bestimmt tot. Oh. Ich mag gar nicht da weggucken. Ach Gott. It was terribly cold and damp in the basement. Okay. Okay, hier liegen schon mal keine Leichen oder sowas. Total beruhigend. There were just some uninteresting boxes. Na na na, for boxes. Besonders groß ist der Keller ja nicht, ne? Das ist ja schon mal gut eigentlich. The atmosphere was dense and claustrophobic. Ja, ich bin auch ganz klaustrophobisch, wenn ich hier so rumstehe. Was haben wir denn da? Nichts. Das ist doch der Sicherungskasten hier, oder? Ach, verarsch mich doch nicht. There was a huge furnace covering most of the east hall wall. I didn't understand why, but it began to feel terribly uneasy. I had a menacing look to it. Oh Gott. Gott. Ey, das ist echt gruselig gerade hier, wegen dieser Drecksmusik. Wo ist der scheiß Sicherungskasten? Ist das der Sicherungskasten? Eine Klappe im Boden. Da ist eine Klappe im Boden. Okay, gucken wir mal eben hier. Da war, okay, immer noch das Gleiche. Da sind Holzscheite. Ah, Dreck. There was a drain cover in the concrete. Ja, und das? The valve was stuck and wouldn't budge. Juhu! Ich möchte hier auch gar nicht bleiben. Das ist ja hier... Wow, I hoped it wouldn't have to push any of those boxes around. Ja, das hoffe ich auch ganz stark. Ich möchte hier nichts bewegen müssen. Ist
das der Sicherungskasten? Was haben wir denn hier? Mrs. Winslow's. Irgendwas mit Sirup. Ein Kalender hängt da. Yay! There appear to be nothing wrong with the fuses. Zack. Zack. Alter, sehe ich aus wie ein Elektriker? Klick. Aber dieses Geräusch, ne? Dieses Geräusch. Ich möchte hier raus, ich möchte hier raus, ich möchte hier raus, ich möchte hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Meist die Tür hinter die Tür. Oh. Oh, diese Ruhe. Oh, herrlich. Bonnet. Bonnet. Ich habe auch immer das Gefühl, ich werde immer ängstlicher bei solchen Spielen. Es war früher nicht ganz so schlimm. Ich weiß noch, dass ich Silent Hill 1, ne, habe ich gespielt ohne so, ja, war okay. Und seit Silent Hill 2 bin ich ein nervliches Wrack. Ich glaube, ich spiele dann doch demnächst irgendwie hier Book of Unwritten Tales oder sowas. Oh Mann, haben wir hier eigentlich geguckt? Da liegt so ein Tellerchen. Was ist das denn? Useless Junk. Juhu. Useless Junk. Ja. Haben wir nicht geguckt, aber okay, scheint unwichtig zu sein. Oh Mann, ey, Mann. Ach, hier oben ist richtig ruhig. Ah, oh, ist das schön. Das ist wieder dieses scheiß Büro. Hier ist ein Tischchen. Haben wir da in die... Nein, noch nicht. Okay, würde sich nicht öffnen. Ach, Zigarren. La 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 la. Especially the cigarettes will... Bla. Okay. Ach, Mamma Mia. Das ist auch der einzige Kamin hier, wo Holz drin liegt, ne? Das ist mir komisch. The fireplace and a lot of wood in it, and it was relief to know that... ja, okay, das hatten wir alles schon. Das hatten wir alles schon, da kann man nichts anklicken. Ne, das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Ist eigentlich irgendwas mit der Uhr? Ich meine, die tickt hier so verdächtig durch die Gegend. Ach! So, die zeigt mir die genaue Uhrzeit. Ja, das ist ja cool. Ein Umbrella. Under my umbrella. Jetzt rufe ich erstmal den Jerry wieder an und sag hier, pass mal auf, der Killer, der ist, der läuft ganz komische Mucke. Kannst du halt mal ausmachen. Ich muss da gleich wieder runter, das ist das Problem. Hallo. Hallo. Jerry, all the fuses seem to be fine. I think the problem might be a little more complicated than that. I see. What should we do now? Go get some candles. You're joking, right? No, I'm not. I'm calling this guy right away, and I'm afraid he won't be able to stop by until tomorrow. He was already driving there today as a personal favor. There must be something you can do. I don't feel comfortable walking around this place with dim lights. I barely know it. Michael, come on. Where's your sense of adventure? It would be like you were living in a past century. Exquisite Victorian house lit by candles. What I wouldn't give to be in your place. I left my sense of adventuring back in London, thanks. I have work to do. Then do it. What else could you ask for? Now you have the chance to experience firsthand one of your period pieces. Oh, very funny. Try getting that guy over here as soon as possible. Don't worry, I will. Make sure you find some candles before it gets too dark. Yes, candles. Bye. Immediately after hanging up with Jerry, I realized that I had already explored enough to determine there wouldn't be any candles inside the house. Okay, inside the house vielleicht nicht, aber vielleicht draußen? Aber da haben wir, haben doch überall, oh. Oh, das habe ich mir gar nicht angeguckt, oder? Ja, doch. Scheint auch nichts Wichtiges zu sein. Also inside the house haben wir keine Candles. Hey. Ja, aber... Ach, fuck this.
Wo könnten denn Candles sein? Draußen in diesem Schuppen? Aber da komme ich nicht rein. Da ist der... Ich kann ja wohl kaum einen Draht mit einem Messer zerschneiden, oder? Ich meine, wer das mal probiert hat, weiß, dass es nicht wirklich einfach ist. Ach, außerdem ist hier draußen so schön. Wobei die Musik im Gegensatz zum Keller ja wirklich noch angenehm ist. Ja, da ist... ja, vielleicht passt er ja da rein. The key didn't fit here. Ach, nee. Ach, Mann, ach, Mann. Kann ich nicht einfach abhauen? Okay, ich habe wahrscheinlich noch irgendwas übersehen. Habe ich irgendwas in meinem... Nein, habe ich nicht. Ich habe diesen Schlüssel, der nichts bringt. Ich finde es auch toll, dass die Gegenstände nicht verschwinden, sobald ich die aus meinem Inventar raus habe. Okay, ich gehe jetzt nochmal im oberen Stockwerk gucken. Da muss ja irgendwo muss ja was sein. Ich habe ja jetzt unten nochmal alles abgeguckt. Da habe ich ja schon einiges übersehen beim ersten Mal. In den anderen Räumen war ich ja gar nicht mehr wieder drin. So, das ändern wir jetzt mal. Ist das diese Afrika-Galerie? Nein, das war dieses komische Schlafzimmer mit diesem... genau, mit diesem Hund. Ach, Mann. So, mal gucken. Huch. Aha. Hä? Ja, das ist die Lampe und das ist... Was bringt das jetzt? Jetzt sehe ich den Bettpfosten. Dum, dum, dum. Ist da irgendwas? Nein. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Ah, Moment mal. Moment mal. Hier sind aber verdächtig viele Spiegel, ne? Kann ich den bewegen, den großen? Kann ich den bewegen? Nein, kann ich nicht. Ich kann von hier aus den kleinen Spiegel sehen und ich kann den großen Spiegel sehen. Kann ich den bewegen? Nein, kann ich auch nicht. Hä? Okay, Moment. Mal eben hier kurz in die Schubladen glotzen. Da war aber nichts drin. Habe ich in den Schrank hier geguckt? Ich glaube schon. Oh, nee. Habe ich anscheinend nicht. Kaputtes Bild. Doch, ich habe da reingeguckt, aber das habe ich nicht angeklickt. Okay. Nochmal ganz vorsichtig. Hä? Eine Uhr. Taschenuhr. Ah, Mann. Ich habe viel zu viel übersehen beim ersten Mal, ey. Oh, das war wieder zu machen. Hallo! Nee, da ist auch nichts. Da macht er wieder zu. Gestärkte Hemden. Ah. The shirts look just like my own. Lazy developer brings some variety of the game for crying out loud. okay, das ist geil. Die faulen Entwickler. Überall die gleichen Shirts hingepackt. Hat das irgendwas mit dem Paravent hier zu tun? Ist da was hinter? Moment, ich kann nur den einen Spiegel bewegen, oder? Was ist, wenn ich den bewege? Ich kann nur zwei Positionen, die oder die, aber auf der Position stand... Auf der Position stand der. Das macht dann also keinen Sinn. Der zeigt dann auf die Tür. Ist das ein netter Hinweis vom Spiel? Verlass diesen Raum. Solange du noch kannst. Das zeigt auf die... Auf die kleine Lampe. Das auch. Welche Lampe ist denn das? Die hier, oder? Ist das jetzt die, oder? Hm.
Von hier aus zeigt es ja wieder nicht auf die Lampe. Oh. Das zeigt auf den Paravent. Wo aber auch nichts ist. Hab ich irgendeinen Spiegel übersehen? Was haben wir denn hier? Das war das komische Diplom. Ja, bla. Irgendwelche Pokale. Eine Uhr, die stehen geblieben ist. Noch ein Pokal. Da kann ich ja nichts mitmachen hier. Das ist aber merkwürdig. Also, Moment. Den einzigen Spiegel, den ich tatsächlich verändern kann. Also mit den Lämpchen kann ich so auf jeden Fall schon mal nichts anstellen. So. Der wechselt ja nicht entscheidend hier das Spiegelbild dann. Das ist eher so, als ob das so ein Lichträtsel wäre später. Ist wahrscheinlich auch. Kann ich irgendwas am Vorhang öffnen, dass hier Licht reinfällt? Aber die Vorhänge sind ja geöffnet und die Gardinen nicht. Nee. Nee, da geht gar nichts. Gut, ich belasse das jetzt erstmal dabei. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das später auf irgendwas deutet, wenn hier das Licht reinfällt. Das sieht aus wie so ein Lichträtsel. Aber, Who knows? Wo war denn diese Afrika-Galerie? Das muss ja dann hier sein. Ja. Ach. So, Vasen haben jetzt meine ungeteilte Aufmerksamkeit, aber da ist nichts drin. Okay, das haben wir uns auch alles angeguckt. Nichts. Haben wir uns das angeguckt? Bestimmt. Das waren diese Bilder. Nix. This display case was holding perhaps the most impressive items in the room. Ja, weil das Ding da im Weg steht. Kannst du das mal wegstellen? Das kann sich ja auch nicht bewegen. Nee. Das ist noch so ein Scheißrätsel hier. Sind die Dinger alle, dass man die verschieben kann? Nein. Nur der eine, der hat hier einen Griff zum Ziehen. Aber da ist auch nichts zu sehen. Ich schneide mit dem Messer jetzt den Teppich auf. No, I could have hurt myself. Oh nein. La la la, ding dong, ramala, ding ding dong. Da ist aber hier auch nichts. Ach. Like a lion's claw. Claw. An elephant's claw. Da ist ja auch nichts hier. Mann. Ja, da war die Maske, die fehlt.
Hier ist nichts, hier ist gar nichts. Ich habe schon wieder vergessen, was wir machen sollen. Ach ja, Kerzen finden. Kerzen finden, aber da brauche ich irgendwie eine Möglichkeit. Ja, bitte? Hallo? Abschiss! Juhu! Ah, jetzt geht's. Shitte, 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 shitte. Ach. Was war das jetzt hier? War das jetzt mein Zimmer oder war das jetzt auf der anderen Seite von dem Gang? Das war das Badezimmer. Auch großartig. Aber da waren auch Schubladen, in die ich zwar reingeguckt habe. Boah, muss der das jedes Mal wieder zumachen hier? Da habe ich das Handtuch her. Hier ist auch sonst nichts. Okay. Das zieht sich jetzt alles schon wieder ein bisschen zu sehr. Ich gucke mir nochmal eben hier die Vasen an. Da ist aber auch nichts. Alles klar. Also, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme an dieser Stelle. Ich glaube, ich nehme schon wieder eine Stunde auf und es ist schon wieder nichts passiert. Nichts Großartiges, außer dass wir in diesem unglaublich gruseligen Keller gewesen sind, um zu sehen, dass wir da gar nicht hätten reingehen müssen. Ach, herrlich. Ja. Okay, ich beende das an dieser Stelle. Und vielleicht hat ja einer von euch irgendwas Tolles gesehen in einem Video, was mir völlig entgangen ist. Ich gucke es mir auch nochmal an zum Sichten. Vielleicht fällt mir irgendwas auf. Okay, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.